Leute, was soll ich euch sagen? I be back. Was mich rasieren, ist mir aufgefallen. So, jetzt waren wir eben beim geilsten Schuppen überhaupt, nämlich Hanse Baumaschinen. Ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus. Eine der wenigen, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, die mir die Hand halten oder reichen. Ganz, also richtig große Props an Hanse. Ja, wir haben mir Schneidewagen geholt und einen Minibagger. Da war ich heute Morgen auch schon wieder auf 300, weil wir hatten erst nur einen Hammer geholt. Unser Minibagger hat ja Hammerfunktion. Aber haben die Anschlüsse nicht gepasst. Hast du 1,5 Tage damit verbracht, diese scheiß Anschlüsse irgendwie versuchen zu wechseln, zu tauschen, zu HSR, dann wieder falsch geholt. Und jetzt habe ich gesagt, leck mich am Arsch. Jetzt habe ich den Bagger mit Hammer geholt, werde ich in Zukunft nur noch so machen. Einfach gleich mit Hammer ran und fertig. Das Rumgekasper da habe ich keinen Bock mehr drauf, ey. So, auf jeden Fall habe ich jetzt den Bagger eben hintergehängt und geholt. Wir sind hier nämlich am Pflaster, zeige ich euch mal eben. 10er Rechteckpflaster und dann machen wir die Überfahrt jetzt fertig. Und mein Schüterchen ist auch wieder da. Hallo. Na? Na? Und guck mal, Leute, was wir auch im Angebot haben. Muss ich... Jawohl. Schöne Maschine. Also hier läuft alles. Wunderbar. Chili, der Spacken, der hat meine... Ich habe so einen Handgriff, den du auch auseinanderziehen kannst. Und dann kannst du ihn hinstellen. Das kann ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt nur einen normalen Handgriff. Weil Chili ein Spacken ist. Jetzt kann ich den nicht mehr hinstellen. Aber das ist gut, den kann ich auch nicht mehr anpacken. Schneidewagen auch? Den Bagger nämlich, kann ich mal zeigen, weil er hat mir die Finger geklemmt, merke ich jetzt erst, weil ich immer so im Flow bin, wisst ihr? Flow, wollte nur ein Name bleiben. Hier, wir müssen die Ecke hier rauspickern und ja, die Pflasterfläche dann praktisch um das Ganze hier erweitern, um die 20 Quadratmeter und dann müssen wir noch 2 Fundamente machen, weil hier nämlich noch so ein Rampentisch für den Gabelstapler hinkommt und darum brauchen wir Hammer mit Bagger mit Hammer. Ich habe gerade hier ganz wichtig Knopf im Ohr. Das war Flying Miski Uwe. Er hat gefragt, wann er sich seinen Bugs abholen kann. Und ich boxe mich jetzt schon mal ein bisschen warm. Hier müssen wir Parkplatz ausbessern. Das muss Engelken machen. Das ist Engelken seine Aufgabe. Da müssen wir noch ein bisschen Schotter wegladen. Und hier alles ein bisschen aufrauen und neu verdichten. Das machen wir nächste Woche. Darum wollte ich jetzt einmal gucken, was brauchen wir hier, damit ich das ein bisschen planen kann für nächste Woche. Wer muss hierher? Was können wir hier machen? Und so weiter und so fort. So schaut das aus. So ihr Lieben, wir haben hier jetzt einmal Asphalt rausgeboxt und die Stolperkanten hier weggeflickt. Hier war ja so ein hoher Absatz, den haben wir jetzt rausgenommen. Genauso wie die eine Ecke da vorne, zeige ich euch auch, gehen wir mal eben gemeinsam hin. Ich bin jetzt Hartz-IV-Modus, ich habe jetzt ein Prepaid-Handy, weil Insi-Modus hat mein Handy abgeknippt. Jetzt Vertragsübernahme hat ein bisschen länger gedauert. Und jetzt habe ich jetzt in 3 Tagen wieder Telefon. Irgendwas ist immer. So, hier ist das zweite Ding, was wir geflickt haben. Hier war auch so eine riesen Kuhle. Ich weiß nicht, ob ich das gefilmt hatte. Ja, und jetzt haben wir hier auch geflickt. Ich muss jetzt nach dem Büro drinnen rein und dann muss ich ein bisschen Angebot schreiben. Angebot gleich Nachfrage oder wie sagt man, Leute? Jetzt habe ich hier 7 Handys, ein Prepaid. Wie so ein Penner, Alter. Ey, wisst ihr was? Ich muss euch mal eine witzige Geschichte. Hier muss ich Radio hören. Ich höre eigentlich kein Radio und ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Und ich spiele die 5 Lieder den ganzen Tag, Alter. Rauf, runter, mein Gott nochmal, ey. Und dann, wenn du die hörst, ja, angeblich hat der und der eine Enjoy-Nachricht geschrieben oder was. Ja, genau. Enjoy tue ich mich im Sauna-Club, aber nicht im Radio, Bruder, Alter. Die letzten beiden Videos gingen ja viral. Das war richtig gut. Das hat mich sehr gefreut. Und dann bin ich auch sehr glücklich drüber. Vielen Dank, Leute. Und jetzt muss ich ins Büro fahren. Ich werde auf jeden Fall gleich das neue Büro mal zeigen. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Wollte ich letztes Mal, aber ging wieder nicht, weil Telefon. Aber jetzt kann ich nicht die Ausrede nehmen mit Telefon. Telefon klingelt die ganze Zeit, weil Telefon geht gar nicht. Scheiße, ey. Die Verträge wurden noch nicht umgeändert und dann. Doof. Aldi ist ein bisschen doof. Und jetzt habe ich wie so ein Drogendealer Lidl Talk. Eigentlich wollte ich zu Aldi all die guten Sachen, aber
Jetzt habe ich Lidl genommen. Guck dir das an, Müllberge ohne Ende. Aber wenn du deinen Anhänger, der 3 Wochen keinen TÜV mehr hat, auf der Straße stehen lässt, da kommen sie mit einem Helikopter angeflogen, weißt du, und erschießen dich. Wahnsinn. Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Ja, Leute, der Büro und was? Was? Was ist das? Wie kann man da böse sein? Du bist so hübsch. Du bist so hübsch. Ja, wir sind hier im neuen Büro. Heute, ja, was ist? Mach ab. Komm her, komm her. Ja, mach ab. Ja. Ja, Leute, wir sind hier im neuen Büro. Ich hoffe, das Licht ist nur für Kamera jetzt scheiße. Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag. Nämlich Michelle, meine Bürodame. Hier sieht man mal, das ist das neue Büro. Wir müssen die ganzen Kartons heute auspacken, umpacken. Und sie hat heute Geburtstag. Das heißt, meine Freundin, ich muss hier an dieser Stelle wirklich mal sagen, leider, die hat das alles vorbereitet, die kann sowas immer, ich nicht. Ich vergesse selbst meinen eigenen Geburtstag. Dann frage ich mich nachher das, was machen die ganzen Leute in meinem Haus. Ja, die hat das hier vorbereitet, richtig süß. Und jetzt essen wir gleich gemeinsam, da habe ich Brötchen geholt, frühstücken und dann müssen wir hier ein bisschen klar Schiff machen. Kühlschrank ist auch schon da, weil Red Bull und Cola darf nicht fehlen. Eigentlich ideal, mehr brauchst du nicht. Ich hatte ja vorher, guck mal Leute, ich hatte die Halle, ich hatte das große Büro, da hatten wir noch ein kleines Büro, da hatten wir noch einen Platz und oder 2 große Plätze sogar, wo wir LKWs in Container geparkt haben und das war zu viel, weißt du, hier ein 1000er, da 2000er, 3000er, 2000, das waren auch im Monat, glaube ich, allein Miete schon irgendwie 10.000 Euro, das geht nicht. Jetzt klein und fein und vernünftig vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, ey. Ich muss jetzt was tun. Ja, ich weiß, das ist schön, aber ich muss was tun. Ja, guck mal, wie niedlich das hier. Machen Sie sich das bequem. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie da. Ja, hier auf jeden Fall ist das der Geburtstagstisch. Richtig süß gemacht. Und hier, guck mal, alles nur rübergestellt, wir haben noch keine Zeit, das wegzuräumen. Die Schränke hier sind auch noch alle leer. Wo kann man das mal am besten zeigen hier? Wir müssen nur die ganzen Fächer einbauen, die Regalböden und alles. Und dann, ja, dass der Scheiß mal wegkommt. Und dann ist das hier unser kleines neues Büro. Auf jeden Fall die Selbstständigen, ihr müsst an euch denken, an eure Tasche und ja, an euren Betrieb, weißt du. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Eine Frage an euch. Habt ihr da Bock drauf? Jetzt wird ein bisschen gesabbelt, jetzt neues Büro, neuer Platz, neues dies, neues das. Die ganzen Veränderungen, dass man euch dann mal auf dem Laufenden hält. Ich glaube ja, oder? Jetzt ist zwar wenig Maschinen, aber ich habe jetzt einfach gedacht, Leute, Bauvlog-mäßig, klar, ich fahre auf Baustellen rum, so wie jetzt. Jetzt im Moment ist kacke, weil ich viel Termine habe, aber wir sind ja drauf und dran, gerade einen Bauleiter einzustellen. Ja, dass man so ein Mischmasch hat, weißt du, vielleicht ein bisschen an neuen Projekten arbeitet und mal wartet auf euren Feedback und ja, ein paar alte Sachen noch macht oder weiterführt, euch einfach mal mitnimmt. So, und das ist jetzt mal mein Alltag. Ich habe gedacht, weißt du, vorher war mein Alltag auf LKW sitzen, dies und das. Jetzt ist mein Alltag natürlich anders, aber ich nehme euch mit. Vielleicht habt ihr ja Bock, euch das Gesabbel ein bisschen anzuhören und mal ein bisschen was Neues zu zeigen, zu machen und zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass das auch geil ist. Und ihr habt mir ja gezeigt in den letzten Videos, dass es nicht unbedingt um die Maschinen geht, natürlich auch. Aber dass ihr auch Bock habt, wenn ich euch da ein bisschen was erzähle. Und das werde ich auch machen. Alle mal vorstellen und zeigen, was haben wir für neue Maschinen. Haben ganz viele gefragt, wie ist der Fuhrpark überhaupt? Und wie geht's weiter? Und da gehe ich jetzt so Stück für Stück drauf ein. Und in jedem Vlog mal ein bisschen. Was haltet ihr davon, Leute? Komm schon, das ist mal eine gute Sache, oder was? Hm? So, ihr Lieben, guck mal, wer hier im Hintergrund ist. Unser Engelchen. Wir müssen hier Löcher stopfen. Wie abends. Immer Löcher stopfen. Wir müssen hier die Löcher zumachen. Die haben sich ja über die Zeit ausgespült, ausgefahren. Hier sieht man, hier ist ein Berg. Den zieht Olaf jetzt gerade runter. Und da ist nämlich das Loch. Warte mal, kann man das so zeigen besser? Ja, ne? Ne, das ist klar, weil die LKWs von der Betonfläche reinfahren, dann bildet sich ein kleines Loch und durch das Wasser spült das immer mehr aus und irgendwann hast du hier ein großes Loch. Auf jeden Fall, guck mal hier. Sieht das nicht geil aus? Schönes Panorama, oder? Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Ich würde ja gerne filmen, beziehungsweise auf Insta ein bisschen was machen, Stories und so weiter. Geht aber nicht, weil ich nämlich im Moment wie ein Drogendealer eine Prepaid-Karte habe. Ich habe wirklich an viel gedacht, aber nicht daran, meinen Handyvertrag umzustellen. Boah, Leute. Gut, dass ich nochmal umgedreht bin, mein Handy liegt hier. Alter Schwede, ey. Alter Falter. Ja, das ist das Problem. Auf der anderen Seite schön ruhig, aber ist auch schlecht, weil falls hier jemand anruft und einen dicken Auftrag haben möchte, geht nicht. Erledigt haben, einen dicken Auftrag erledigt haben möchte. Herrliches Bild, oder? Herrlich. Ich liebe es. Hamburg morgens, einfach schön. LKW ist auf dem Weg, der bringt hier Schotter. Und ich muss nämlich gleich zur nächsten Baustelle, zu den Jungs. Darum zeigen wir jetzt nochmal Engel in Action hier. Er möchte nicht, aber... Hier ist Engelchen, für die, die gefragt haben,
Engelchen also, ist auch. Ich bin auch dabei, ne? Ja, noch. Habt ihr das gehört? Ja. Dieser Unterton. Man muss gleich das Wasser einmal rausschöpfen und dann hier mal eben Anfang machen, damit man sieht, bis wo geht was und wie. Wisst ihr Leute, ganz ehrlich, manchmal überlege ich so, was man sagt oder nicht, weil ich bin manchmal noch so ein bisschen, ja, mit dem Kopf dann woanders, weil halt noch viel zu erledigen ist. Schöner Bagger. Volvo ist echt eine geile Maschine. Der Volvo ist richtig schön, habe ich schon Ärger gekriegt. Wir haben ja auch gerade einen. Mensch, der ist aber auch laut, wenn ich was erzählen will. Ne? Wir haben auch gerade 938 in die Grube laufen. Ja, und da haben wir auch schon Ärger gekriegt. Ja, wir wollen ja wieder einen Volvo hatten. Wir hatten ja ganz am Anfang mal einen Volvo. Ja, ihr Lieben, neues Format kam richtig gut an. Allein gestern, ich glaube, in 5 Stunden oder so, haben wir schon fast 40.000 Klicks gemacht. Das ist schon richtig gut. Aber wisst ihr, mein Ziel ist jetzt hier 100.000. Ich will mich da so reinstürzen jetzt und richtig Gas geben. Genau. Und jetzt kommen auch wieder Bauvlogs, jetzt kommen auch wieder alles andere. Ich musste nur ein paar Sachen regeln, habt ihr ja mitgekriegt. Und jetzt ist wieder Vollgas angesagt. Jetzt fahren wir gleich noch zur anderen Baustelle. Da will ich euch auch noch mal was zeigen. Da machen wir so ein bisschen Flickkram und den ganzen Scheiß. Digga, das Doppelteil. Was ist los hier, Kollege, Alter? Kollege, der Boss, Alter. Kollege, der Boss, Alter. Eigentlich kratze ich jetzt ein bisschen was zusammen. Das legt er sich da vorne hin. Und dann wird das Wasser rausgekellt und dann zieht er sich das nämlich rein. Ey, nicht gegen mein Auto. Boah. Er ist aber. Das müssen wir rausstemmen. Da kommt die Schotter rein. Schotter, Sand, Leute. Guck mal hier, alle Schichten aufgeführt und Pflastersteine. So sieht es nachher aus, weil die Kante hier zu hoch ist. Genau. Die Jungs sind jetzt hier. Hier müssen wir noch mal was aufmachen, ein Stück weiter aufschneiden. Hier haben wir einen Schneidewagen. Natürlich auch vom beste Firma, wo gibt Hansel. Hier müssen wir nämlich das Stück nach rausboxen, weil hier, wie man sehen kann, guck mal, hier ist so eine hohe Kante, weißt du? Und die Kante, die muss nämlich weg. Darum knallen wir. Dann wird das nämlich ausgepflastert, so wie hier, dann ist das alles schick. Sonst fahren sich die Leute hier die Felgen kaputt, weißt du? Und das wollen wir nicht. Oder die Räder oder stolpern. Und gerade jetzt im Winter, wenn das Wasser da steht und zufriert, dann haben wir ein richtiges Problem. Das wollen wir natürlich auch nicht. Jetzt, ihr Lieben, haben wir hier schon mal geschnitten. Da muss eine Entwässerungsrinne gesetzt werden. Der ganze Hof, vielleicht kommt der irgendwann mal neu oder nicht. Auf jeden Fall kann man hier vielleicht sehen, zeige ich euch auch mal. Von der Pflasterfläche her, das Wasser, die Fläche hat Gefälle. Und du hast hier aber keinen Punkt, den du annehmen kannst. Guck mal, von da läuft das Wasser praktisch hierher. Und wenn man hier mal lang guckt, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Die Fläche ist hier sehr uneben. Und da ist es immer schwer, gerade für uns auch eine passende Höhe zu finden. Und darum setzen wir hier jetzt nochmal einen Rinnstein vor und einen Sickerschacht in der Mitte, dass das Wasser hier abläuft. So, und wenn das erledigt ist, dann kommt Nummer 3. Hier war ein alter Rampentisch, da sieht man hier noch die Fundamente. Hier kommt noch ein Fundament. Und hier war der Rampentisch dran. Und das Ding müssen wir auch noch rausboxen. Da holen wir wahrscheinlich Engelchen mit dem Mobilbagger. Und dann wird das rausgestemmt. Ja, guck mal, so schaut das aus. Das sind noch alles Sachen, die erledigt werden müssen. Und ja, da sind wir jetzt dran. Hier in der Mitte zum Beispiel müssen wir auch noch was rausboxen. Leute, hier ist Arbeit ohne Ende. Was geht ab, Alter? Bauvlogs zu Ende, Arschlecken. Hier unter der ganze Hof ist eine Betonschicht. Und da ist nur dünn Asphalt drüber gemacht. Kann man hier am besten sehen. Hier, das ist ganz gut. Nur so dünne Asphaltschicht. Und jetzt sind die Platten gebrochen. Die sind ja auch schon, keine Ahnung, wie alt. Und darum machen wir hier nämlich auch ein Quadrat raus, rausboxen, pflastern, fertig. So, dass es winterfest ist, weil hier hast du die nächste Eispfütze im Winter. Wenn sich hier einer auf die Fresse legt, ist nicht so geil.
Und vor allen Dingen fahren sie sich irgendwann, weil in diesen Platten ja auch Moniereisen drin sind, die Reifen kaputt. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, ich muss jetzt ins Büro, meine Lieblingsaufgabe. Es flackert schon wieder, ne? Wenn das auch flackert, wenn ich das Video hochlade, dann haue ich diese Kamera brei. Die Kamera kann ich gar nicht führen, diese Kamera ist alles niedlich heutzutage. Hund ist am Start, wie immer. Wir waren eben beim Tierarzt. Ja, Mäuschen? Weil der eine Allergie hat. So, auf jeden Fall ist das hier der Müll, den muss ich noch entsorgen. Ansonsten sind alle Kartons weg und das ist unser neues Büro. Jetzt muss ich den Kühlschrank gleich mal anschließen, dass der mal kalt wird und dann werde ich Getränke holen, dass wir auch mal Getränke haben. Und ich muss auch noch Dekokram, das kann ich eigentlich morgen früh mal machen. Kann ich gleich mal holen. Guck mal, gut, dass wir drüber sprechen, das kann ich gleich mal machen. Weil da kann ich nämlich Deko anbringen. Ich habe nämlich noch Tassen und die ganzen Modellbagger. Ja, so schaut's aus. Aber so ein gemütliches Büro, oder? Langt doch völlig, Alter. Geht ab. Und Kili, kannst du mal Miebe einfügen? Ich muss mal meiner Büropuppe folgen. Ohne der wäre ich gar nichts. Wisst ihr das eigentlich? Ich habe die heute Morgen angeschrieben. Ich hatte noch 13 Cent für eine SMS. Und hab ihr eine SMS geschrieben. Ich sage, ich habe kein Guthaben mehr. Und jetzt hat sie mir eben Guthaben aufgeladen. Ja, jetzt kann ich wieder telefonieren. Ich wollte euch eigentlich eben beweisen, dass ich noch, ich glaube, nachher hatte ich noch 3 Cent drauf. So ein Scheiß, ey. Ich hoffe, ab morgen gehen die scheiß Telefone wieder. Naja, wir sind ja auf dem Weg. Kurz in eine Grube. Oder ich. Wir, weil ich euch immer mit einbeziehe. Ich bin jetzt auf dem Weg in eine Grube, muss kurz gucken, was da Phase ist. Und dann, ich muss rein in die Büro, ich muss schreiben eine Angebote.